Ich bin's wieder, der Mats, und heute habe ich ein wunderschönes Stück aus dem Hause Be Quiet hier zum Test. Vielen Dank erstmal an Be Quiet für das Test-Sample. Be Quiet war so freundlich und hat mir eine Silent Loop 2 All-in-One-Wasserkühlung in der 360 mm-Variante zugeschickt. Und wir werden dem guten Stück mal auf den Zahn fühlen. Wie ihr seht, preist Be Quiet das hier auch als die neue Premium-Serie an. Und somit konkurriert das gute Stück dann auch mit so schönen Wasserkühlungen wie der Alpen von Gletscherwasser, von der ich die 360 mm-Variante hier habe, und der NZXT Kraken Z63 in der 280 mm-Variante, die auch in einem meiner Rechner verbaut ist. Und dann wollen wir mal gucken, wie gut sich das Stück hier so schlägt. Den richtigen Testbericht findet ihr dann wieder in Textform im PC Games Hardware Forum und auch bei Computerbase. Dann schauen wir doch mal rein, was sich hier so Schönes verbirgt. Im Karton findet ihr also zunächst die bebilderte Bedienungsanleitung, wie immer recht schick gemacht bei Be Quiet. Mehrere Sprachen, ausführliche Bilder, eigentlich ganz leicht zu verstehen. Und die Montage, ich habe schon mal so ein bisschen reingeguckt, gestaltet sich auch recht einfach. Dann noch die Garantiekarte. Soweit ich das bislang nachgelesen habe, gibt Be Quiet auf die Wasserkühlung 3 Jahre Garantie. Das ist in Ordnung, aber auch nicht Spitzenklasse. NZXT meines Wissens gibt da zum Beispiel 5 Jahre Garantie. Da könnte Be Quiet vielleicht noch so ein bisschen nachlegen. Ja, dann schauen wir mal rein. Wie zu erwarten, bei einer 360 mm Variante haben wir hier drei 120 mm Lüfter im Lieferumfang, und zwar dreimal den Be Quiet Silent Wings 3 in der PWM-Variante mit schönen Antivibrationspads hier an den Schraubungen, an den Bohrlöchern zum Verschrauben und mit einem wunderschön geslieften Kabel. Also an sich auch ein Top-Gehäuselüfter und ebenso gut zu gebrauchen als Lüfter auf der Wasserkühlung. Dreht mit maximal 2200 RPM, und ich bin sehr gespannt, wie laut oder leise die Silent Loop 2 dann wirklich ist. So, hier wie gesagt drei Lüfter, und weiter geht's dann mit dem Montagematerial. Hier schön getrennt abgepackt, einmal Intel, einmal AMD. In der Tüte befindet sich also, fangen wir mal mit Intel an, eine Backplate, wie ihr seht, und dann das Schraubmaterial. Ich hole die Backplate mal raus und auch das andere Material. An sich ist das Ganze recht leicht gestaltet. Ihr montiert die Backplate, je nachdem, welchen Sockel ihr da habt, und fixiert auf der Backplate mit dem Schraubmaterial, was dann hier noch in der Tüte ist, diese beiden Haltebrücken für die Wasserkühlung. Und die Wasserkühlung wird dann einfach mit dem Pumpenkopf und dem Kühlkörper hier verschraubt. Finde ich sehr komfortabel. So wie das aussieht, da sind auch so kleine Gummiringe bei, die die Backplate dann fixieren, bevor ihr das Ganze, das Mainboard ins Gehäuse setzt, sodass euch die Backplate auch nicht abhaut beim Verschrauben. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man da wenig Trouble hat. Denn das nervt immer so ein bisschen, wenn man da fummeln muss, zum Beispiel bei Arctic. Das ist zwar eine super Wasserkühlung, die Arctic Liquid Freezer 2, aber die Montage auf AMD ist in meinen Augen eine Vollkatastrophe. Hier sieht man schon bei Be Quiet, wenn man jetzt hier reinguckt, hier habt ihr auch die Haltebrackets. Und hier habt ihr das Schraubmaterial. Bei AMD verwendet Be Quiet hier also auch die Original-Backplate. Und das macht das Ganze bei AMD dann noch eine Spur einfacher. Ihr schraubt also einfach die Plastikclips als Halterung für den normalen Boxlüfter darunter und nutzt dann die mitgelieferte AMD-Original-Backplate. Verschraubt das hier. Und dann ist eigentlich das Gröbste der Montage schon geschafft. Noch mit dabei, sowohl für Intel als auch AMD, ist die kleine Spritze Wärmeleitpaste. Die wird bei mir jetzt nicht zum Einsatz kommen, denn ich nutze grundsätzlich in letzter Zeit eine Noctua-Paste. Ansonsten auch schon mal die Arctic, je nachdem, was ich gerade da habe. Und damit das vergleichbar ist, kommt dann die Noctua zum Einsatz. Ja, schauen wir mal weiter. Natürlich ist noch ein bisschen mehr im Lieferumfang, nämlich ein PWM-Y-Kabel, um alle drei Lüfter mit einem PWM-Port zu verbinden, einem CPU-Fan-Port, was das Ganze auch erleichtert. Man hat nicht so viel Kabelsalat und muss nicht seine Case-Fan
Anschlüsse auf dem Mainboard opfern. Ist aber mittlerweile alles Standard bei so Wasserkühlung. Dann ist hier noch die als Besonderheit im Lieferumfang diese kleine Fernbedienung zur Steuerung der RGB-Beleuchtung. Die Silent Loop 2 hat nämlich eine schöne, dezente RGB-Beleuchtung. Und zwar ist der Pumpenkopf und der Be Quiet Schriftzug auf dem Pumpenkopf beleuchtet. Und da bin ich sehr gespannt, wie das Ganze aussieht. Die Silent Loop 2 wandert bei mir nach dem Test in mein neues geplantes Testsystem auf einem Intel Core i5 10600K in einer Pure Base 500 in dem schönen Gunmetal Grey. Und ich denke, die wird sich da mit einem Trident Z-Kit von G-Skill ganz gut machen. Ja, dann habt ihr hier noch das übliche Schraubmaterial zur Befestigung der Lüfter auf dem Radiator und zur Befestigung des Radiators im Gehäuse. Und was ich auch noch ganz nett finde, Be Quiet liefert hier drei Kabelbinder mit. Damit kann man dann dem Kabelsalat auf der Schattenseite des Gehäuses ein bisschen entgegenwirken. Also nichts Spektakuläres, aber durchaus ein ordentlicher Lieferumfang. Gerade so Kabelbinder sind eben nicht immer dabei. Diese kleine Fernbedienung finde ich dann auch ganz nett gemacht. Das Stromkabel für den SATA-Port, um die Fernbedienung anzuschließen. Steuerung der RGB-Beleuchtung funktioniert dann ganz simpel über die Mainboard-Software, je nachdem, was ihr da habt, ob ihr da MSI Mystic Light oder Asus Aura oder sei es RGB Fusion von Gigabyte nutzt, das ist dann euch überlassen. Finde ich persönlich immer ganz gut. Habe in meinem Hauptrechner Corsair Lightloop Lüfter und bin mittlerweile eigentlich nur noch von Corsair IQ angenervt, sodass das sehr schön und entspannt ist. So, dann widmen wir uns mal dem Prunkstück hier vom Be Quiet, nämlich dem Radiator und dem Pumpenkopf. Und schieben mal das Ganze hier ein bisschen an die Seite. Und vielleicht könnt ihr jetzt schon in den Karton linsen. Da seht ihr dann auch noch eine Besonderheit von der Silent Loop 2. Darauf gehe ich dann gleich einmal genauer ein. So, holen wir erstmal hier den Pumpenkopf raus und den Kühlkörper. Hier seht ihr schon, aus dem Pumpenkopf ist ein ARGB-Kabel mit auch einem Splitter. Das finde ich auch ganz angenehm. Das heißt, ihr könnt das hier am Mainboard anschließen und könnt dann hier entsprechend die Fernbedienung verbinden. Und hier ist der Anschluss für die Pumpe auf dem Mainboard. Ich habe mal nachgelesen, die soll zwischen 9 und 12 Volt betrieben werden. Be Quiet schreibt ausdrücklich ins Handbuch, dass man die Pumpe nicht unterhalb von 9 Volt betreiben soll, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann. Wir schauen mal, wie das Board das dann so umsetzt. Wenn man jetzt hier drunter guckt, sieht man, es ist eindeutig kein Kupferkühlkörper. Mal schauen, wie das Ganze dann so funktioniert. Wobei, wenn ich das jetzt so sehe, ist das Kupfer und Nickel. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt auf die Kühlleistung, gerade im Vergleich zu der Alpen für Gletscherwasser. Und jetzt holen wir mal den Radiator wieder raus. So. Da seht ihr das gute Stück. Ich muss sagen, Verarbeitung sieht auf den ersten Blick tadellos aus. Ich kann ehrlich gesagt kaum eine verbogene Kühlrippe erkennen. Auch so keine Schrammen im Material. Alles sehr, sehr ordentlich. Und schick verarbeitet. Ist ein Aluminiumradiator, wie halt bei fast allen All-in-One-Wasserkühlungen heutzutage. Und jetzt hier könnt ihr die kleine Besonderheit erkennen, denn die Be Quiet Silent Loop 2 ist nachfüllbar. Hier ist ein kleiner Stopfen drauf und den könnt ihr öffnen und die Kühlflüssigkeit nachfüllen. Und diese Kühlflüssigkeit, die liefert Be Quiet dann auch direkt schon mit. Hier ist schon eine kleine Flasche mit Kühlflüssigkeit zum Nachfüllen. Wie oft das nachgefüllt werden soll, muss ich dann auch noch nachlesen. Wie gesagt, bin noch ganz am Anfang vom Test und werde euch dann berichten. In Text und auch in Videoform. Ja, nochmal auf den Pumpenkopf zu kommen oder auf den Kühlkörper hier. Ich finde, Be Quiet hat hier einen sehr schönen, dezenten Pumpenkopf geschaffen mit diesem gebürsteten Aluminium und dem Be Quiet Schriftzug und das Ganze ist dann hier unten so indirekt beleuchtet. Ich denke, das kann wirklich ein schickes und elegantes System geben. Und wie das Ganze dann aussieht, wenn es eingebaut ist, das schauen wir uns dann an, wenn ich mit dem Testsystem fertig bin und euch die ersten Werte liefern kann. Soweit erstmal. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und wir sehen uns. Bis dann.